on a demon's choir. Yeah, we were built to thrive, yeah. Yo Leute, ich bin Adi und das ist der W2K23 Universe Mode. Wir sind endlich wieder back mit dem nächsten Pay-Per-View, dem zweiten Pay-Per-View, um genau zu sein. Und es ist Hell in a Cell. Und wie könnte es anders sein, als dass wir die Nacht mit einem Hell in a Cell Match starten. Und ihr hört schon die Mucke, ihr seht den Namen, der Rated R Superstar macht sich auf den Weg zum Ring, um den letzten seiner Dämonen aus seinem Kopf zu streichen und Finn Balor endlich loszuwerden, nachdem er ja beim letzten Pay-Per-View bei Backlash gegen Finn Balor in einem Steel Cage Match gewonnen hat. Wenn auch nur dadurch, dass er schneller entkommen ist als Finn Balor. Aber trotzdem, ein Sieg ist ein Sieg und Edge will jetzt hier endlich den letzten Nagel in den Sack von Finn Balor hauen. So, wir erwarten die Ankunft von Finn Balor. Der Nebel ist irgendwie nicht so üblich für den Prince. Steht zwar Prince da, aber... Oh no, don't tell me. Es steht zwar Prince drauf, aber ob Prince drin ist, ist die andere Frage. Die Musik und die Atmosphäre lässt auf jeden Fall nicht so viel Gutes verheißen. Also, ich befürchte, dass Finn Balor das Wort Dämonen oder die Dämonen zu wörtlich genommen hat. Oh my God. Es ist der Demon Finn Balor. Er hat's getan. Er hat ihn ausgepackt. Hell in a Cell ist dann die Occasion. Dann ist es groß genug für den Demon, für Finn Balor, um alles rauszulassen und ja, den Nagel nicht selber in den eigenen Sarg zu kriegen, sondern den in denselbigen von Edge zu rammen und die nervige Pest endlich loszuwerden, so wie Finn Balor es sagen würde. Immerhin können wir uns sicher sein, dass in einem Hell in a Cell Match der Rest vom Judgment Day kein Faktor sein sollte. Wobei man sich da natürlich auch nie unbedingt 100% sicher sein kann. Aber wir denken jetzt einfach mal positiv und vermuten, dass Finn Balor die ganze Nummer hier alleine regeln will gegen den Rated R Superstar. Da kommt auf jeden Fall eine Menge zu auf Edge. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das handeln kann. Es gibt wenige, die Finn Balor in seiner Dienstform jemals pinnen konnten. Der letzte ist meines Wissens oder meines Gedächtnisses nach Roman Reigns gewesen, aber wen hat Roman Reigns nicht gepinnt? Wir freuen uns jetzt jedenfalls auf das erste Match von Hell in a Cell im Hell in a Cell. I'm freaking hyped, man. Da seht ihr nochmal das Demonic Structure. Es geht runter. Balor ist bereit. Edge ist sowieso bereit. Ref ist bereit. Ich hoffe, ihr seid's auch. Finn Balor legt jedenfalls direkt richtig los. Die Sicht ist nicht die beste, muss ich sagen. Mit der Zelle da vorne dran. Aber Finn Balor interessiert es nicht. Hau direkt eine Sling Blade. Unten Splash von dem Top Rope. Au, raus, aber ist ein Two-Count. So schnell lässt sich hier der Rated R Superstar nicht abkochen. Reicht aus und kommt mit dem Pele Kick. Ein Move von seinem ehemaligen Mentor von AJ Styles. Und Edge fängt jetzt erstmal an zu taunten und Finn Balor findet das natürlich gar nicht geil. Der Demon geht direkt fürs nächste Cover nach dem Backstabber, aber Edge muss sich jetzt erstmal zurückziehen, rollt sich aus dem Ring, kommt wieder rein, muss sich erstmal sammeln. Oh, geht für den Neckbreaker, kommt durch. Neckbreaker gegen Finn Balor, der
wird erstmal hart auf die Matte gesetzt, kommt jetzt mit dem Spinning Heel Kick von den Seilen hinterher. Ist ganz schön viel Momentum, was da auf Edge zugekommen ist. Vertical Suplex. Also Edge ist dann doch relativ schnell wieder in dieses Match reingekommen, nimmt sich jetzt den Demon in die Cradle Position hoch und schmeißt ihn durch den Ring. Nach dem Impact in der Corner geht auch direkt fürs Cover. Ref kommt auch schnell an, geht für den Count, ist aber nur ein One-Count. Den Demon, den kriegst du nicht so schnell weg. Kick to the gut jetzt von Finn Balor mit dem, na nicht Basement Dropkick, aber auf jeden Fall der Dropkick. Und Balor zieht sich jetzt erstmal zurück und geht aus dem Ring, während Edge sich so ein kleines bisschen recovered unter Bottom Rope. Und der Demon hat schon Evil Intentions, der hat böse Gedanken, die er hier ausnehmen will, haut jetzt hier eine Waffe nach der anderen in den Ring, einen Stuhl, einen Tisch, noch einen Stuhl und Edge lässt sich davon aber überhaupt nicht beeindrucken, er ist auf die Top Rope und lässt sich ein bisschen vom Universe Mod, vom Universe feiern, aber Finn Balor kommt mit dem Armdrag auf den Chair und auf den Table, geht direkt fürs Cover, aber das ist auch nur ein One-Count, hätte Finn Balor vielleicht auch wissen können, Leg Kick und der Slingblade mit dem Dropkick hinterher. Alles in der Nähe der Objekte. Was sich jetzt Finn Balor auch erstmal direkt nimmt. Den Steel Chair. Aua. Auf den Rücken, auf den Kopf. Nochmal in die Rückengegend. Aber Edge kann aufspringen. Kommt einfach zurück und kommt mit dem Flying Forearm. Kick to the gut. Oh mein Gott. Oh Gott. Execution auf den Table. Der da lag. Aber es ist nur der Two Count. Finn Balor kommt gerade so aus dem Cover. Rollt sich ein bisschen durch den Ring und Edge macht direkt hier Nägel mit Köpfen. Fireman's Carry geht's hoch für den Demon. Oh mein Gott, was hat Edge schon? Military Press gegen die Steel Chain. Gegen die Hell in a Cell. Da geht's rund für den Demon. Der steht aber einfach. Was für eine Power hat Finn Balor? Steht einfach wieder auf und wird wieder in die Cell gerammt. Form Rated R Superstar, der hatte hier auf jeden Fall keine Gnade. Ich meine, oh mein Gott, Superkick von Edge, Konter von Balor. Was zur Hölle, ich habe Edge noch nie einen Superkick machen sehen. Geht jetzt auch in die Zelle für Edge. Konter vom Rated R Superstar, Hotshot von Finn Balor. Also das hier ist einfach nur eine Blutfehde, die im Hell in a Cell zu Ende geführt werden soll. Geht wieder, oh mein Gott, Face First mit dem Gesicht voran. In die Zelle. Oh, nochmal. Landet Edge irgendwie hart und awkward. Geht wieder gegen die Zelle. Elbow Strike vom Demon. Also wenn Finn Balor eins in seiner Zeit, in seiner ziemlich langen Zeit jetzt mittlerweile in der WWE gelernt hat, dann ist es dieser Mr. Nice Guy, den er zu großen Zeiten in seiner Karriere in der WWE gespielt hat. Den sollte er schnell sein lassen und das macht er mittlerweile auch. Wieder der Frog Splash off the top rope ins Cover to count und wieder der Kickout vom Rated R Superstar. Und Finn Balor, der Demon, muss sich jetzt langsam fragen, was muss ich hier machen, um Edge wegzukriegen? Ihr habt gerade vielleicht schon gesehen, die Nase vom Rated R Superstar sieht gar nicht gut aus, aber es verhindert nicht, dass Edge hier weiter in dem Match bleibt. Dicker, fetter Big Boot jetzt gegen den Demon, geht aus dem Ring für Edge. Finn Balor, ah, oh mein Gott, Finn Balor springt über die Top Rope, landet aber hart auf der Matte am Ring und wird jetzt ausgekontert vom Rated R Superstar. Der schnappt sich Finn Balor und speert ihn durch die Hell in a Cell. What in the freaking hell? Spear durch die Zelle durch. Beide befinden sich jetzt on the outside. Außerhalb der Zelle und jetzt gibt sie die rechten Hände vom Rated R Superstar. Aber Finn Balor kann es genauso antwortet. Und Finn Balor wird jetzt hier versuchen, Edge weiter zu bearbeiten. Die rechte Hand geht aber ins Leere. Und Edge zieht sich erstmal. Oh Gott, no. Edge zieht sich zurück. Finn Balor versucht dann noch, Edge irgendwie am Fuß zu packen und ihn ja zu verhindern, dass Edge in die auf die Zelle springt. Jetzt schlagen sich die beiden hier an der Zelle dran. Oh mein Gott. Finn Balor kontert aber den Rated R Superstar aus und smart vom Demon klettert wieder runter, hat keine Lust hier durch ja, den Boden zu knallen quasi von der Zelle aus und ja, verlagert den Kampf lieber weiter nach draußen.
Aber Leute, ihr müsst bedenken, das Ganze hier ist kein Falls Count Anywhere. Pinfalls und Submissions zählen hier nur im Ring. Und das weiß der Demon, glaube ich, auch. Macht hier trotzdem weiter rechte Hand, starke rechte Hand. Und er inverted DDT Trademark bei Finn Balor. Und Edge ist jetzt hier ordentlich in der Defensive. Rechte Hand, Konter vom Demon, ausgewichen in den Pele Kick. Also gerade kriegt der Rated R Superstar dann auch ordentlich auf die Nuss. Geht face first in Richtung Hell in a Cell. Und dann noch der Chop Block. Und Finn Balor hat jetzt hier doch wieder die Kontrolle übernommen. Klettert jetzt selber doch noch auf die Zelle drauf. Anstatt dass er sich davon fernhält. Wartet jetzt hier an der Zelle. Überlegt ein bisschen und klettert doch hoch. Finn Balor klettert doch auf die Zelle. Und ich weiß nicht, was den Mann hier reitet. Aber ich meine, wie viel Mann ist noch in diesem Dämon hier drin? Scheint jetzt auch seine dunklen Kräfte so ein bisschen zu chainen und seine Aura ein bisschen zu festigen und scheint einfach nur zu embracen, seine Dark Side, seine Dunkelheit einfach nur zu akzeptieren. Weicht jetzt im Angriff vom Rated R Superstar aus und er hält sich schon das Gesicht und ich befürchte, es könnte hier ganz ungesund für den Rated R Superstar werden. 1916 auf die Hell in a Cell und Edge, ja, es sieht so aus, als ob Edge hier komplett von allen guten Geistern verlassen wäre. Finn Balor geht schon wieder für den 1916. Oh my god. 1916 Nummer 2. Der Rated R Superstar ist offiziell dann. Two count. What? Der Edge kickt nach 2-1916 und einem durch die Zelle komplett wahnsinnig aus. Nächster DDT. Face first. Geht's in die Matte für Edge. One count. Was zur Hölle. Alter, Edge ist ja dreht einfach komplett durch hier. Finn Balor wird wahrscheinlich einfach nicht wissen, was er machen soll. Versucht sich jetzt Edge zu packen und wahrscheinlich in die Ecke mit dem Steel Chair zu werfen. Der da immer noch, ja, hart in der Ecke verankert ist. Konter durch die Powerbomb von Finn Balor in den Sunset Flip ins Cover. Landet aber auch nur bei einer 1. Rechte Hand gegen den Raider Superstar. Der Konter das Ganze aus. Geht für seinen eigenen Fisherman Suplex. Nicht fürs Cover. Und Edge, wie auch immer der Mann hier steht, ich weiß es nicht, wie er es macht. Er sucht sich die nächste Waffe. Ich drehe durch. Und Finn Balor nimmt sich den Table. Rammt den ins Gesicht von Edge. Und stellt ihn da auf. Rechte Hand geht daneben. Rechte Hand von Edge landet. Und jetzt gibt es den Irish Whip in die Seile. Trademark Power Slam. Eigentlich von Randy Orton. Aber das ist Edge hier völlig egal. Geht direkt fürs Cover. Two count. Kein Grund zur Panik. Aber Edge, ihr merkt es ihm an, der wird auch immer verzweifelter. Ich meine, das war schon ganz schön gefährlich, was Finn Balor da mit ihm gemacht hat. Konter gegen die rechte Hand. Oh mein Gott, Spear! Spear out of nowhere gegen den Demon, gegen Finn Balor. Two count. Oh mein Lord, Alter. Keiner der beiden schafft es hier irgendwie, den anderen zu pinnen. Es ist einfach komplette Insanity. Irish Whip. Oh mein Gott, oh shit, das war damn close. Ich dachte schon, Finn Balor würde mit dem Gesicht in den Stuhl gerammt werden, aber gerade so um Zentimeter verwählt. Finn Balor kommt jetzt langsam auf die Füße und Edge geht natürlich direkt zum Demon rüber. Rechte Hand von Finn Balor. Der will hier nichts mit dem Outside of the Ring zu tun haben. Schmeißt jetzt Edge hier einfach, ja, so ein bisschen verächtlich aus dem Ring. Nimmt sich den Baseball-Bat und sagt nur, komm doch her, du Rated R Superstar. Ja, wo bleibst du? Aber Edge scheint ziemlich verletzt zu sein schon mittlerweile. Ich meine, wer kann es ihm verübeln? Der Mann ist durch die Top of the Hell in a Cell geflogen. Also ich erinnere mich noch, der letzte, bei dem es passiert ist, wenn ich mich nicht irre, war Mick Foley. Und danach war danach nie wieder derselbe. Der hat einen Zahn, sein Schneidezahn hat sich durch seine Nase gebohrt. Alter, was zur Hölle. Finn Balor hat hier gerade ein kleines Feuerchen gestartet. Rammt Edge jetzt ins Seil und in den Japanese Arm Drag. Rechte Hand von Balor geht schon wieder für seinen Inverted DDT. Hoffentlich geht er nicht durch den Tisch. Nein, aber hart auf die Matte.
Leg Kick, Konter vom Rated as Superstar. Der hat auf jeden Fall noch Leben. Konter von Finn Balor. Irish Whip. Oh my God, da ist es passiert. Steel Chair, Face First geht's für Edge. Und Finn Balor will jetzt eine Art von Powerbomb gehen. Schafft es aber nicht. Edge kontert das Ganze in den Back Body Drop. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Tisch, der da steht, weil... Oh my God. Irish Whip in den Referee. Der Referee ist da so ein bisschen awkwardly positioned. Edge ist jetzt auch awkwardly positioned. Am Flaming Table. Finn Balor will für den German Suplex durch den. Oh my Lord. Oh God. That's it. Please. Alter, bitte Edge. Bitte kick da nicht mehr aus. Bitte Edge. Es ist done. Alter. Was zur Hölle hat der Demon hier getan, Alter. Also das war wirklich schon... Some next level shit, was Finn Balor hier abgezogen hat. Sagt es mir mal in den Kommentaren, aber also wenn der Demon Finn Balor so drauf ist, dann kann der jedem gefährlich werden. Sogar Roman Reigns. Ihr habt es hier von mir zuerst gehört, wirklich absolut Insanity. Ja, nächstes Match. Und diesmal haben wir unseren guten, oder was heißt guten, nicht so guten, Dominic Mysterio am Start. Und ihr hört's, Mike Rom hat's gesagt, ein No-Holds-Barred-Match. Nachdem er seinen Vater ins Krankenhaus geprügelt hat, hat sich das Roster gegen ihn erhoben. Und das Roster in Form von Seth Rollins wird hier heute Abend in einem Non-Sanctioned No-Holds-Barred-Match die Ehre von Rey Mysterio verteidigen. Das Problem an der ganzen Sache ist bloß, es ist natürlich No DQ, was bedeutet, der Judgment Day könnte ja auf jeden Fall ein Faktor werden. Wir werden es mal nicht hoffen. Dominik ist immerhin alleine hier. Keine Rhea Ripley, kein Finn Balor und kein Damian Priest. Also mal sehen. Dann erwarten wir den Architect, den Kingslayer, den Beastslayer, den Visionary Seth freaking Rollins. Und die Crowd ist natürlich auch wieder dabei bei der awesome Theme von Seth Rollins. Wenn ihr Pay-Per-View Feeling wollt, dann müsst ihr nur Seth Rollins auf der Card haben. Und er genießt's. Zu Recht, würde ich behaupten. Mal sehen, ob Seth Rollins es auch im Ring brennen lassen kann. Also, wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist nicht vertraglich abgesichert von der WWE. Jegliche Konsequenzen, die hier aus diesem Match resultieren, sind nicht auf Kosten der WWE, sondern alleine von Seth Rollins. Und, oh my God, what a knee strike, Seth Rollins zu tragen. Da geht's direkt ins Seil für den undankbaren kleinen Dominic Mysterio. Dann gibt's direkt den Stomp. Kommt aber schnell wieder zu den Füßen. Oh, kann das Ganze reverseln. Geht in die Seile und will für eine Senden gehen, aber die geht ein bisschen lächerlich von Dominik. Und Seth Rollins zeigt direkt seine Erfahrung, zeigt seine Meisterklasse im Ring. Und Dominik muss sich erstmal zurückziehen. Der große Equalizer hier, oh Gott. Ja, das ist schwierig, so viel Risiko zu gehen von Seth Rollins. Ich glaube, er sollte hier lieber die sichere Nummer schieben. Das Ding ist, hier sind Waffen im Spiel und das kann natürlich immer ein Equalizer sein. Natürlich ist Seth Rollins der viel bessere Wrestler, aber dadurch, dass hier Waffen, No DQ, alles Mögliche, anything goes, kann es sein, dass Dominic Mysterio hier irgendwie einen Weg findet. Und ihr seht schon, der Kopf
von Seth Rollins kriegt hier gerade eine Menge ab. Zweimal in die Barrikade und dann auch gegen den Steel Ring Post gerammt worden. Und Dominic Mysterio macht es hier clever, sucht sich seine Chancen und greift rigoros den Kopf an. Scheint hier die Gehirnerschütterung bei Seth Rollins verursachen zu wollen. Aber der sieht es kommen, zieht ganz entspannt und in Veteranenmanier dem kleinen Undankbaren, der kleinen undankbaren Blage erstmal das Bein weg. Aber ihr seht schon, Dominic Mysterio wieder in der Offense, geht's back first in die Barricade. Und der Basement Dropkick hinterher. Und Dominic sucht sich direkt sein erstes Accessoire. Und die Crowd wird Tables, aber Dominic Mysterio packt hier erstmal die Schippe aus. Oh mein Gott, aber der Knee Strike, schon das zweite Mal jetzt von Seth Rollins. Konter von Dominic Mysterio. Elbow Tie-Up und da geht's wieder face first für Seth Rollins. Oh Gott, die Stirn ist komplett offen. Platzwunde bei Seth Rollins. Geht in die Barricade für Dominic Mysterio. Und jetzt gibt's auf die Nuss. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und Seth Rollins sagt nur, ja komm doch. Du willst dich fertig machen, ich mach dich selber fertig. Blutet jetzt aber. Oh Gott, da geht's in Richtung Ring, der Dropkick. Und Seth ist da echt ein bisschen awkward gelandet. Jetzt nimmt sich Dominic Mysterio wieder die Schippe und lässt seine Aggression komplett freien Lauf. Geht auf den Rücken von Seth freaking Rollins. Und da geht's zurück in den Ring. Oder auch nicht. Hier geht's erstmal on the outside weiter. Und Dominic geht erstmal zu unseren Assistenten am Ring und holt sich den Steel Chair, misst aber komplett. Und da gibt's den Single Leg Dropkick. Oh Gott. Oh mein Gott. Ins Gesicht mit der Schippe. Konter von Mysterio. Oh Gott. Gegen den Ring, nicht in die Steel Stairs. Knee Strike. Direkt ins Gesicht, in die hässliche Fresse von Dominic, würde wahrscheinlich Ray sagen. Ja, wobei, sagst du das über deinen eigenen Sohn? Ich weiß es nicht. Dominic zieht sich jedenfalls in den Ring zurück und Seth Rollins hat sich dann einen Hockeyschläger geschnappt. Leg Kick von Dominic, Kick und jetzt kommt derselbe Basement Dropkick wie von Finn Balor eben schon. Was hat Dominic vor? Geht jetzt für den Hurricane Rana rechte Hand noch hinterher. Oh, da geht's ins Zeit. Oh Gott, Dominic will den 619 landen. 619 Konter. Ja, den Konter wird ihn wohl Ray gezeigt haben. Starker Konter von Seth Rollins. Geht direkt fürs Cover. Ist aber nur ein One-Count. Enzugiri. Was kommt jetzt? Neckbreaker-Ansatz. Lässt aber los. Oh Gott. Übler Impact vom Elbow gegen den Hinterkopf. Und nochmal. Autsch. Alter. Autsch. Also hier gibt es auf jeden Fall nicht zu wenig auf die Nuss. Oh Gott. Aufs Bein. Mit dem Hockeyschläger immer wieder. Alter Verwalter. Und Seth Rollins droht ihm nur noch mehr Schläge an. Was kommt jetzt? In die Seile geht's für Dominic Mysterio. Clothesline vom zweiten Seil in den DDT. Oh mein Gott. Ich glaube, es war Dominic Mysterios einer seiner Finishing Moves. Two count. Oh mein Gott, Dominic. Kommt in letzter, aber wirklich allerletzter Sekunde raus. Konter. Aber Dominic ist hier gut in trouble. Wartet jetzt auf sein Adversary. Konter von Rollins. Geht ins Seil für Dominic. Und ein Picture Perfect. Dropkick. Geht wieder ins Cover. Dominic sieht nicht so aus, als ob der noch großartig mit uns ist. Die Lichter sind an, aber niemand ist zu Hause. Aber trotzdem kickt er da noch irgendwie aus. Zieht Rollins das Bein weg und versucht hier irgendwie auf Krampf noch weiterhin in diese Match zu bleiben. Close Line, noch eine Close Line. Hypt sich jetzt hier ein bisschen hoch. Scheint auch irgendein Problem mit der Nase zu haben. Zieht aber Rollins das Bein weg und schnappt sich jetzt den Demon Slayer oder den King Slayer oder den Beast Slayer oder wie man auch immer nennen will und geht nochmal für die Seite. Versucht es wieder mit dem 619. Und diesmal ist er durchgekommen und das ist jetzt eine üble Situation für Seth Rollins. Frog Splash.
Oh Gott. One. Two. Uiuiuiui. Knapper als ich dachte. Aber der Kingslayer ist noch dabei. Clothesline jetzt von Dominic Mysterio. Und er genießt jetzt diesen Hass, den das Universe gegen ihn hat. Geht jetzt mal aus dem Ring raus. Und geht nochmal zur Crowd und quatscht ein bisschen mit denen und macht verächtlich die Pose von seinem Vater. Seth Rollins scheint hier. Oh, Dropkick. Clevere Aktion von Rollins. Kommt jetzt aus dem Ring. Sieht aber nicht, dass Dominik sich schon erholt hat und er rammt ihn direkt in die Steel Steps rein. Und hat jetzt üble Vorstellung mit dem Tisch hier. Nächster Tisch, nachdem wir im letzten Hell in a Cell Match schon einen Tisch hatten. Da zwar einen brennenden, haben wir hier jetzt auch nochmal einen Tisch. Aber der landet in der Corner. Ja, was Dominic Mysterio vorhat, ist klar. Rammt jetzt Seth Rollins da rein und sagt, Leute, hier geht jetzt die Party ab. Rennt auf Seth Rollins zu und dropkickt nur den Tisch. Ein Glück, Rollins weicht in letzter Sekunde aus, schnappt sich jetzt die undankbare Plage und rammt ihn nochmal den Elbow in den Hinterkopf rein. Aber Dominik lässt sich nicht hier unterkriegen. Konter, nächster Konter von Seth Rollins, geht jetzt in die andere Ecke, ins andere Turnbuckle. Elbow Strike gegen Dominik. Oh mein Gott, was hat Seth Rollins noch? Oh mein Gott, Stomp, Curb Stomp auf den Kopf von Dominik Mysterio. Two Count und Seth Rollins entscheidet hier die Nummer für sich. Aber es war close, es war damn close. Und wir haben überraschenderweise keine Einmischung vom Judgment Day gehabt. Das überrascht mich dann doch schon ein bisschen. Aber wahrscheinlich wollte Dominik hier einfach nur beweisen, ich kann mit einem Main Eventer wie Seth Rollins hängen. Und er konnte es auch ein Stück weit, auch wenn er ein bisschen unfair war. Und die Platzwunde sicherlich ein Nachteil für Seth Rollins war. Ich meine, ihr seht das Blut auch zum Teil im Auge. Aber am Ende muss man sagen, Seth Rollins hat sich den Sieg geholt. Wir haben jetzt ausnahmsweise mal ein komplett normales Match. Es ist kein Pulse Count Anywhere, es ist kein Hell in a Cell, es ist kein No Holds Barred. Es ist ein normales Match um die United States Championship. Und ihr wisst schon, wer da auf jeden Fall ein Faktor ist. Es ist natürlich das Rebel Heart. Es ist Johnny Wrestling. Oder auch Johnny Gargano, wie ihr ihn wahrscheinlich kennen werdet. Und er kriegt seine allerletzte Chance auf die United States Championship gegen seinen Erzrivalen, gegen Austin Theory. Und wenn man vom Teufel spricht, da ist der Idiot natürlich auch mit seiner Championship, mit dem Handy in der Hand, wie man ihn kennt. Und er macht sich auf den Weg zum Ring. Der neue Austin Theory, wie er es gesagt hat. Er hat zwar sein Handy noch dabei, aber seine Championship will er trotzdem mit allem Ehrgeiz verteidigen, wie er es auch in den vorigen Wochen und Monaten schon getan hat. Beide sind bereit und es geht los. Und Johnny Gargano greift direkt an, rennt direkt auf Austin Theory zu, landet einen schönen Tornado DDT und Theory scheint hier ein bisschen, naja, überrascht zu sein von der Aggressivität von Gargano. Geht direkt weiter mit dem Basement Kick gegen die Seite vom Kopf von Austin Theory. Er muss sich erstmal zurechtfinden, landet einen schönen Elbow Strike und ein Backbreaker, ja fast schon Irish Curse Backbreaker, geht in die Seile, will einen Dropkick landen, aber der landet nur schmerzhaft auf dem Rücken. Ich hoffe, da ist nichts mit einer Bandscheibe passiert hier. Chop, noch ein Chop. Und was gibt's jetzt? Oh, das sah erst am DDT aus, hat wahrscheinlich auch Austin Theory gedacht. Aber da gibt's direkt den Knee Strike ins Gesicht vom All Day A-Town Down. Und da gibt's noch den Kick hinterher. Overhand Chop. Alter, was zur Hölle. Johnny Gargano hat hier den Anfang des Matches komplett im Griff. Und Austin Theory muss sich natürlich fragen, okay, wie verteidige ich hier meine Championship, wenn Johnny Gargano so aggressiv vorgeht. Versucht jetzt hier das Bein von Johnny Gargano ein bisschen zu schwächen. Versucht das Momentum von Gargano ein bisschen runterzubringen. Schmeißt ihn jetzt auch durch den Ring. Ich meine, die Größe, der Größenvorteil geht auf jeden Fall zu Austin Theory. Oh my Lord. Durchs zweite Seil springt Austin Theory da. Das sehen wir ja ganz selten von ihm. Suicide Dive. Und jetzt geht's zurück in den Ring. Jetzt sind wir eher beim alten Austin Theory. Chop. Ins Seil geht's für Gargano. Schön ausgewichen von Theory in den Neckbreaker. Holt sich jetzt Gargano hoch. Oh, da hätte er mal auf sein linkes Bein achten sollen. Das zieht Gargano ihm nämlich weg. Geht direkt fürs Cover. Nur ein One Count. Alles noch entspannt für Austin Theory. Und Johnny Gargano geht jetzt, oh mein Gott, der nächste Tornado DDT.
hat Austin Theory schon wieder nicht kommen gesehen. Also, Johnny Gargano ist hier ein bisschen überrascht. Jetzt geht's auf Face First und oh Gott, das Gesicht von Austin Theory ist einfach komplett rot. Das sieht richtig übel aus. Theory will da jetzt für einen großen Chop gehen. Gargano weicht dem Ganzen aber aus, setzt jetzt Austin Theory gegen Seil und schmeißt sie aus dem Ring. Ich glaube, Austin Theory hat schon fast ein bisschen Orientierungsprobleme bei so viel Kopfschaden wie er lindert. Und der nächste Tornado DDT gegen den Kopf. Und die Crowd ist natürlich hyped, weil das sieht hier ganz gut aus für die Chancen für Johnny Gargano, hier eventuell doch dann noch am Ende die United States Championship zu holen. Gegen das Ärmchen von Austin Theory geht es auch noch Elbow Drop. Aber diesmal passt Austin Theory dann endlich auf und schmeißt Johnny Gargano zurück in den Ring. Wendet seine Aufmerksamkeit jetzt den Ref zu. Haut den einfach um. Weicht dem Schlag. Oh mein Gott, nicht schon wieder dieser Bullshit von Austin Theory. Geht jetzt noch auf die Top Rope. Sehr untypisch für Austin Theory. Macht's aber trotzdem. Landet den Elbow Drop. Und das wird's wahrscheinlich dann schon wieder für Johnny Gargano gewesen sein. Ich kann mich vorstellen. Alter, aber das ist wieder so lächerlich. Der Ref braucht ein bisschen. Ist gerade aufgestanden. One Count. Two Count. Johnny Gargano kommt noch raus. Austin Theories Taktiken zahlen sich dann einmal mehr wieder nicht aus. Wobei das erste Mal so richtig nicht aus. Aber jetzt hat Austin Theory hier buchstäblich Blut geleckt und lässt seine komplette Frustration, seine komplette Wut an Johnny Gargano aus. Holt sich jetzt Johnny Wrestling auf die Beine, nimmt ihn in den Fireman's Carry. Hier geht's wahrscheinlich jetzt vorbei. A-Town Down gegen Gargano. One, two, three. What? Ich wollte schon sagen, goodbye Championship Opportunity für Johnny Gargano, aber anscheinend doch nicht. Theory geht ins Seil und landet einen Elbow Drop. Alter. Was zur Hölle. Theory geht jetzt aus dem Ring, geht auch nochmal zu Crowd und hypt sich ein bisschen hoch. Geht wieder in den Ring. Johnny Gargano ist mittlerweile wieder auf die Beine gekommen. Oh Gott, was für ein Elbow Strike. Ich glaube, Johnny Gargano war gerade kurz einfach komplett knocked out. Powerbomb-Ansatz jetzt von Austin Theory. Oh, Johnny Gargano ist aus dem Ring gerollt. Austin Theory hat sich gesehen. Jetzt guckt er erst hin. Aber das war schon der Fehler. Und jetzt geht's von der Top Rope auf den Boden für Austin Theory. Untypischer Fehler. Also A-Town Down mal anders sozusagen. Oh, der Stomp auf die Chest von Austin Theory. Und der befindet sich jetzt in einer ziemlich beschissenen Lage, auf Deutsch gesagt. Schnappt sich aber mit dem Konter Johnny Gargano, da gibt es den Brainbuster aufs Knie. Einer der Lieblingsmoves von Austin Theory. Sein geliebter Signature. Aber Johnny Gargano kommt ja schon wieder raus. Und Austin Theorys Frustration wird immer größer. Sein Gesicht komplett blutüberströmt. Geht ins Seil für Johnny Gargano. Ausgewichen. Oh, das war eine üble Collision. Und es geht ins Seil für Austin Theory auf einmal. Was hat Gargano vor? Schnappt sich jetzt in den Oklahoma Slam. Oh no. Oh Gott, face first ins zweite Turnbuckle. Cover von Gargano, aber Austin Theory zeigt, er ist Championship Material. Er verdient seine Championship hier, die er gerade hat. Aber Austin Theory, oh Gott, ausgewichen, Drop Toe Hold und in die Gargano Escape. Und jetzt wird's richtig hart. Jetzt wird's richtig hart für Austin Theory. Blut überströmt. Wehrt sich gegen die Submission von Johnny Wrestling. Von Johnny Gargano. Aber der lässt einfach nicht locker. Und Austin Theory tapped out. Wir haben einen neuen United States Champion. Was zur Hölle. Oh mein Gott, Johnny Gargano hat's geschafft. Johnny Wrestling hat Austin Theory überstanden. Ich hätte es nicht gedacht. Wahnsinn. Ich denke, da werden wir noch einiges hören bei Monday Night Raw. Ich glaube, die Hass-Tiraden von Austin Theory, die werden niemals aufhören. Vom einen Midcard-Title geht's zum anderen. Es geht um die Intercontinental Championship, Mike Rome. Und da hat sich ja in den letzten Wochen bei SmackDown ein Challenger rauskristallisiert, oder? Es ist der Superstar
and let him talk to you. LA Knights. Und wenn es jemanden gibt, den ich aktuell in der Situation des WWE-Rosters bei SmackDown eine Chance gegen den Ringgeneral zutraue, dann ist es LA Knight. Hat er auch bewiesen. Aber gegen den Mann beim Pay-Per-View dann nochmal zu kämpfen, ist eine ganz andere Hausnummer. Ihr habt es gesehen, Gunther ist extremst dominant bei Pay-Per-Views. Und gerade wenn es um seine Intercontinental Championship geht. Aber auch irgendwie sowieso. Und Gunther ist wieder alleine. Hat kein Imperium dabei, kein Ludwig Kaiser und kein Giovanni Vinci natürlich. Einfach nur, weil die beiden natürlich noch ihr Match haben gegen die Usos um die SmackDown Tag Team Championships. Die müssen sich da vorbereiten und wollen sich nicht vorher schon verausgaben für den Ringgeneral. Deswegen wird der hier heute die Herausforderung mal wieder, kann man sagen, alleine nehmen. Also da muss man schon sagen, Respekt an Gunther. Der hat quasi immer nur die Sache alleine geregelt und das in höchst dominanter Art und Weise. Also ich bin sehr gespannt, ob LA Knight das Zeug dazu hat, den Ringgeneral hier an seine Grenze zu bringen. Versucht erstmal einen Powerslam, aber Gunther interessiert es nicht und choppt erstmal das Leben aus LA Knight raus. Das ist leider nichts Neues, muss man an der Stelle sagen. Overhand-Chop, Konter von LA Knight. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Du darfst Gunther nicht ins Rollen kommen lassen. Wenn der in den ersten Phasen vom Match direkt seine brutale Offense auspacken kann und dich erstmal komplett dominieren kann, dann wirst du kein Licht mehr sehen in dem Match. Und das versucht LA Knight auch. Weicht den ganzen Angriffen von Gunther aus. Schafft's hier. Einen schönen Elbow-Drop vom Seil aus mit ein bisschen Momentum zu landen. Und greift sich jetzt die Beine von Gunther. Der kann es aber kontern. Das ist eventuell eine Schwäche, die Gunther eventuell haben könnte. Er hat weder Knee-Pads noch Elbow-Pads. Das heißt, die Gelenke von Gunther sind eventuell attackierbar. Aber der interessiert sich dafür nicht. Irish Whip jetzt den zukünftigen Superstar hart ins Seil. Und mit dem linken Knie gibt es da die Shots gegen die Seite vom Kopf von LA Knight. Jetzt schon das dritte. Und es sieht mir nach dem nächsten Cut heute Abend aus. Wir haben hier gefühlt nur Cuts und Gunther interessiert es halt nicht. Und LA Knight ist jetzt schon in ziemlich heftigen Trouble. Muss ich jetzt erstmal hier aus dem Ring zurückziehen. Und Gunther, ja, verhöhnt die Fans fast schon ein bisschen, will für den nächsten Chop gehen. Das hat ein bisschen lang gedauert und LA Knight kann capitalisieren. Nicer Back Elbow gegen Gunther. Geht für seinen nächsten Elbow. Und den landet er. Und Gunther stammelt auf seine Füße. Kann den Angriffen sich gerade nicht erwehren von LA Knight. Jetzt kommen die Elbow Strikes gegen den Bauch und die zwei Chops. Kick, Konter, nächster Konter. Gunther in den Front Slam. Front Mat Slam und LA Knight zieht sich in die Corner zurück. Ist aber eventuell auch nicht so smart. Gunther nimmt die Arme hoch. Geht für den Big Boot, aber Konter von LA Knight geht für seinen eigenen Big Boot. Konter von Gunther, aber LA Knight hat es kommen gesehen, verdreht den Arm und geht in den Side-Rush, ein Leg-Sweep gegen den Ringgeneral und sagt nur, ich bin LA Knight. Und Gunther sagt nur, ich bin Gunther und das ist, was ich mache. Ich close nine, dann nehme ich so lange, bis dein Kopf abfällt, so ungefähr. Und das zeigt er auch direkt. Also was für ein brutaler Lariat vom Ringgeneral. Ausgewichen, schnelle Aktion von LA Knight, aber die beiden rechten Hände waren ein bisschen vorhersehbar und dann gibt es den nächsten Knee Strike gegen den Kopf von LA Knight. Storm gibt es auch noch hinterher von Gunther und wieder diese üblen Knee Strikes und LA Knight kann sich dagegen gar nicht so wirklich richtig wehren. Alter, es muss einfach so übel deine Rübe durchprügeln, da siehst du ja gar nichts mehr kommen. Gunther, Irish Whipped, LA Knight schon wieder den komplett blutüberströmten LA Knight in die Corner. Oh, harter Chop gegen LA Knight. Alter, nächster harter Lariat. Jetzt wird es hier echt ein bisschen einseitig. Oh, Big Boot, Konter. Oh, Clothesline hat Gunther den Ringgeneral von seinen Füßen bekommen. Aber es interessiert Gunther gar nicht. Rechte Hand, Konter von Gunther. Und jetzt geht's in den Rear Naked Choke. Und ihr seht es schon an, LA Knight. Es sieht nicht mehr so aus, als ob der künftige
oder aktuelle Superstar, je nachdem, noch viel im Tank hätte, wehrt sich jetzt allerdings mit Händen und Füßen und allem, was es so gibt, gegen den Submission, gegen den Rear Naked Choke und geht fürs Cover gegen Gunther Two Count, Kickout vom Ringgeneral und die Clothesline hinterher. Oh Gott, LA Knight ist am Taunten und ja, das war ein Fehler. Digga, LA Knight, was machst du denn? Alter, sowas könnte mich richtig aufregen. Powerbomb, wow! Kickout von LA Knight nach der Powerbomb von Gunther. Oh my God, LA Knight ist komplett an den Grenzen des physisch Machbaren. Und das merkt Gunther auch, geht in Richtung Top. What the hell? Gunther auf der Top Rope, das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott, was für ein Splash gegen LA Knight. One Count, Two Count, kommt nein. Alter. Also man muss es ihm zugestehen. LA Knight hat hier alles gegeben. Er hat wirklich alles aus seinem Körper rausgeholt. Aber am Ende waren diese brutalen Angriffe von Gunther einfach zu viel. Das muss man so wirklich konsternieren am Ende. Aber trotzdem starke Leistung, aber Gunther ist einfach eine brutale Macht. Ja, von einem brutalen Match fast schon zum nächsten. Wir hatten eben wirklich harte Angriffe von Gunther zu sehen, aber das hier ist nichts zu dem Randy Orton, den wir seit einer Woche wieder gesehen haben. Diese Viper, die Matt Riddle betrogen hat. Und RK-Bro getötet hat. Und ich weiß nicht, was im Kopf von Randy Orton vorgeht, aber es ist nichts Gutes. Dieser leere Blick, der auch irgendwie gleichzeitig extremst gefährlich wirkt. Und das auch noch in einem Hell in a Cell Match. Also Matt Riddle wird hier mehr als alle Hände voll zu tun haben. Es ist ganz, ganz gefährliches Territorium für Orton und für Riddle. Einfach zwei Männer, die sich komplett zerstören wollen, nachdem sie eine gute Zeit als Tag Team zusammen hatten, aber Randy wird sich wahrscheinlich gedacht haben, alle guten Sachen müssen irgendwann zum Ende kommen, aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist einfach gnadenlos. Die Crowd erwartet ihn eagerly. Den Original Bro Matt Riddle steht hier ein für das, an was er glaubt. Mit seinem entspannten Scooter. Ich glaube, seine Mentalität wird Riddle niemals verlieren. Guckt euch das an. Also wenn ich vor so einem Match zum Ring gehen würde, ich könnte nicht so drauf sein wie Matt Riddle. Es ist echt faszinierend. Orton hat auch noch ganz lange im Ring gewartet. Hat sich eventuell überlegt, Riddle anzugreifen, aber das hat er dann doch gelassen. Mal schauen, wie das Ganze hier ausgeht. Also die Zelle wird langsam runtergelassen und Randy Orton und Matt Riddle gucken sich nochmal intensiv in die Augen. Riddles Arme und Beine sind beide ziemlich angeschlagen. Ihr erinnert euch sicherlich an die Szene vom Monday Night Raw letzte Woche, wo Randy Orton einfach die Arme von Matt Riddle mit dem Stuhl einfach komplett so lange angegriffen hat, bis da irgendwie auf jeden Fall irgendeine Art von Verletzung entstanden sein muss. Und Orton, der Mann kennt einfach keine Gnade. Ich weiß wirklich nicht. Also es war ja schon damals früher so, also so ungefähr nach den Evolution-Zeiten, wo Randy Orton komplett seine Fassung verloren hat, fast schon. Aber danach konnte man schon denken, okay, der Mann hat irgendwie so die soziale Ader wieder zurückbekommen, aber das ist wieder komplett verloren gegangen. Also Orton ist einfach komplett wieder auf seine alten, dunklen Wege zurückgekehrt und versucht jetzt Riddle hier zu dropkicken. Der weicht dem Ganzen aus. Geht für einen Disaster-Kick, aber Orton hat es kommen gesehen. Das ist halt auch noch ein Faktor. Die beiden kennen sich so extremst gut, einfach durch ihre Zeit im Tag-Team RK-Bro zusammen.
Orton wartet jetzt, bis Riddle aufsteht, unterschätzt aber die Geschwindigkeit, in der es Riddle macht. Geht jetzt in Oklahoma Slam, aber Orton geht aufs Bein von Matt Riddle, stompt da nochmal drauf und schnappt sich jetzt das linke Bein und stompt einfach nur die Hölle draus und nimmt sich schon wieder den Arm. Ich weiß nicht, ob Orton hier den Arm von Riddle irgendwie brechen will oder was der hier vorhat, irgendwie durch Submission oder TKO zu gewinnen oder was auch immer. Es ist einfach nur komplett abartig und fast schon widerlich. Tritt jetzt schon wieder irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Mal auf den Arm und hört einfach nicht auf, den Matt Riddle komplett zu malträtieren. Und ich weiß nicht, vielleicht will Randy Orton auch die Karriere von Matt Riddle beenden. Ich weiß es nicht. Es kommt mir gerade aktuell so vor, nimmt sich jetzt Riddle und gibt mir seinen Patented Backbreaker. Den Orton Backbreaker, den kennen wir alle. Wir lieben ihn oder wir hassen ihn, je nachdem. Oh, knappes Cover schon. Also, Riddle ist hier in einer üblen Situation. Kommt jetzt langsam auf die Füße. Elbow Strike vom Original Bro. Versucht hier irgendwie einiges an Offensive irgendwie zurückzukriegen. Kommt jetzt mit dem Elbow Strike. Nächster Elbow Strike. Und ausgewichen. Oh, schöner Pele Kick. Matt Riddle versucht hier nochmal ein bisschen Energie zu sammeln gegen Randy Orton. Geht für irgendeine Maneuver, aber oh Gott, der DDT einfach komplett face first into next week. Was hat Orton hier vor? Gut Wrench. Oh, das wird ein Canadian Neckbreaker. Au! Oh Gott. Storm. Oh, die Orton Storms. Aufs Bein. Auf den Fuß. Auf die Chest. Und ins Gesicht. Und Randy Orton könnte, ich glaube, der könnte das Ganze hier beenden, aber er macht es halt einfach nicht. Der Mann ist halt einfach, ja, ich glaube, in einem vorigen Jahrhundert hätte Randy Orton in dieser Verfassung, der gerade ist, ein Henker oder sowas werden können. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Haut jetzt hier einen Stuhl und einen Sledgehammer in den Ring und schmeißt Matt Riddle einfach nur an der Seite rum. Nimmt sich jetzt hier den Stuhl und droht Matt Riddle schon. Na, komm doch her, du Verräter, so nach dem Motto. Und haut Matt Riddle den Stuhl einfach komplett ins Gesicht und macht einfach nur weiter. Matt Riddle kommt langsam zurück auf die Füße. Der Chairshot sollte kommen. Elbow Konter von Riddle geht für den DDT oder für den Fisherman Suplex oder für eine Mischung daraus. Oh mein Gott. Matt Riddle kann sich auf jeden Fall noch irgendwie wehren für den Two Count, aber Orton kommt aus der Situation noch raus. Leg Kicks über Leg Kicks. Kick to the gut. In den Suplex. In den Suplex. Und jetzt ist Orton ein bisschen zurückgedrängt. Zweites Seil für Riddle. Und Orton kommt angerannt und kickt einfach nur das Seil von Matt Riddle weg. Und Dropkick daneben für Randy. Konter von der Viper in den RKO. Komm schon, Riddle. Lass es einfach gut sein. Two count. Oh Gott, Riddle kickt aus. Er macht die ganze Nummer hier nur noch schlimmer. Randy wartet drauf, dass Riddle aufsteht. Und, Alter, ins Gesicht mit dem Steel Chair. Riddle steht wieder auf. Bleibt einfach nicht liegen. Matt fucking Riddle. Matthew Riddle, bleib bitte einfach liegen. Es ist einfach echt nicht gut. Fängt den Steel Chair ab. Mittlerweile auch schon Blut überströmt. Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei AEW und jeder ist hier Jon Moxley, weil alle irgendwie anfangen zu bluten. Aber nach den ganzen Chair Shots von Randy Orton kann ich es auch irgendwie verstehen. Matt Riddle, ja, Matt Riddles fast schon lebloser Körper rollt sich aus dem Ring, fast schon nur aus Instinkt, um wahrscheinlich nicht gepinnt zu werden. Aber Randy Orton hat einfach irgendwie 20, 25 Jahre Erfahrung im Business und hat einfach keine Gnade mit dem Original Bro. Holt ihn zurück in den Ring, wartet, dass er aufsteht und will die nächste Runde von Steel Chair Shots verteilen. Riddle steht wieder auf und Randy Orton kennt einfach keine Gnade. Matt Riddle schafft es nochmal, den Stuhl aus der Hand von Orton zu hauen. Aber der clotheslined Riddle einfach wieder in die nächste Woche und macht einfach weiter. Schnappt sich jetzt den Original Bro. Oh Gott, das gibt den Spike DDT. Riddle zeigt auch keine richtigen Lebenszeichen gerade aktuell. Orton kann machen, was er will mit Matt Riddle. Nimmt sich jetzt seine liebe Zeit, guckt ins Universe und ja, das Universe ist ziemlich
ja, eine Mischung aus Schockierung und Ruhe ist da eingekehrt. Nächster RKO, Matt Riddle, das war's für dich. Ich hoffe, der Mann kommt hier ohne schlimme Verletzung raus. Was zur Hölle? Alter, Matt Riddle ist schon wieder rausgekommen. Zweiter RKO, zweiter Kickout. Und Randy Orton weiß wahrscheinlich hier auch schon gar nicht mehr, was er machen soll. Wobei Randy Orton weiß immer, was er zu tun hat. Denn wenn es darum geht, den Gegner zu zerstören, dann kann es kaum jemand so gut wie Randy Orton. Nimmt sich jetzt den Sledgehammer. Oh Gott, Konter! Roll-Up-Konter von Riddle. Two Count. Oh, die Viper kickt aus. Headkick von Matt Riddle. Konter von Orton. Geht jetzt hier den Neckbreaker. Kommt durch. Und Matt Riddle, wirklich, ich weiß nicht, wie viele dieser Mann verkraften kann. Kontert jetzt, zieht Orton das Bein weg, will sich den Sledgehammer nehmen, aber Orton ist einfach zu schnell, ist einfach zu frisch und macht einfach gnadenlos weiter. Legt jetzt den Arm auf den Sledgehammer und tritt auf den Arm drauf. Ich frage mich irgendwie, woher Randy Orton so brutale Aktionen hat. Hat jetzt Matt Riddle einfach im Ring, geht in die oh no, Randy, bitte nicht. Randy Orton, Bun-Kick. Alter, was macht Randy Orton mit seinem ehemaligen Tag-Team-Partner? Tritt Matt Riddle den Kopf ein und gewinnt. Aber zu was für ein Preis, Alter. Matt Riddle kann es nicht gut gehen. Matt Riddle kann es wirklich nicht gut gehen nach dem Match. Aber guckt euch Orton an, der ist einfach nur ja fast schon happy mit dem, was er getan hat. Absolut gestört, der Mann. Und jetzt kommt die Pose. Weißt du, bei der Entrance nicht, aber nachdem er das Match gewinnt, ganz verächtlich. Also wirklich, ich weiß es nicht mehr. Es ist... Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dafür Worte habt. Ich hab sie nicht. Co-Main Event of the Evening. Und ihr hört schon... Es ist Zeit für unser SmackDown Tag Team Championship Match. Imperium has arrived und macht sich auf den Weg zum Ring. Ja, es ist insofern ein besonderes Match, als dass die Crowd weder das eine Team noch das andere Team sonderlich gut leiden kann. Weder die Usos noch Imperium sind zumindest in Amerika sonderlich beliebt. Das Ganze sieht natürlich bei uns in Europa und gerade in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder auch Italien, im Fall von Giovanni Vinci, anders aus. Da ist natürlich klar, für wen die Crowd wäre. Aber hier in Amerika ist es der Crowd, dem Publikum, relativ gleichgültig. Zumindest von dem, was ich gehört habe. Aber Imperium ist wild entschlossen. Die erste Tag Team Championship im Main Roster zu arbeiten, nachdem Imperium ja schon NXT Tag Team Champions waren, ist jetzt hier der Plan, das Ganze zu ändern und im Main Roster auch endlich Erfolg zu kosten. Aber das Ganze ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn deine Gegner die Usos sind. Gibt, glaube ich, kein Tag-Team, was so stark ist wie die Usos aktuell. Also ich habe das Gefühl, du brauchst einen Mann mehr. Du brauchst ein 3-2 Handicap-Match, um gegen die Usos den Sieg zu holen. Aber es gibt einen Great Equalizer und das sind auch in diesem Match Waffen. Wir sind bei Hell in a Cell. Es ist zwar kein Hell in a Cell Match, aber es ist ein Extreme Rules Match. Tornado Tag bedeutet, alle sind zur gleichen Zeit im Ring oder am Ring oder wo auch immer und können sich die Köpfe einschlagen. Also mal schauen, wer von dieser Stipulation am meisten profitiert. Sind es die Usos? Ist es Imperium? Sehen wir heute neue SmackDown Tag Team Champions? So viele Fragen. Und wir werden jetzt einige Antworten bekommen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen fast schon, wer hier den Sieg davontragen kann. Es wird zu viel sein, um alles auf einmal zu kommentieren.
Die Augen musst du in dem Match einfach überall haben, weil es einfach geistig gestört sein wird. Alter, der Kick gegen Ludwig Kaiser ist jetzt am Seil. Aber jetzt gibt es den Fallaway Slam von Giovanni Vinci. Der bringt hier direkt seine Power ein. Ich würde sagen, ist hier der von der Power her, von der Bubenkraft, der stärkste Competitor. Hurricane Runner von Ludwig Kaiser. Overhand Shot. Den hat er von Günther geklaut. Aber der Konter von Jey Uso. Und der Vorarm. Jetzt haben wir hier eine kleine Überzahlsituation. Superkick. Aber Giovanni bleibt stehen. Dropkick gegen Ludwig Kaiser. Alter, es ist halt so gestört, wie krass stark Giovanni Vinci ist. Jetzt geht's hier in eine üble Situation. Elbow Strike. Oh, da geht's outside of the ring für Ludwig Kaiser. Und der Uso kommt hinterher geflogen. Während Jimmy sich im Ring einen Stuhl gegen den Zirn abholt. Außen geht's gegen die Barrikade für Ludwig Kaiser. Und nochmal face first in dieselbe. Jetzt haben wir hier im Ring eine Überzahlsituation. Flapjack. Und Jay will auch seinen kleinen Appetit haben gegen Giovanni Vinci. Der kontert aber. Oh, wieder. Also Giovanni Vinci lässt sich trotz 2 gegen 1 Überzahlsituation oder Unterzahlsituation besser gesagt nicht unterkriegen. Elbow Strike jetzt am Ringrand von Ludwig Kaiser. Wrestelt jetzt Jey Uso auf die Matte, während Jimmy da am Ring weiter an Giovanni Vinci arbeitet. Ja, Ludwig Kaiser jetzt mit dem Imperium Taunt nimmt die Haltung an und guckt sich noch ein bisschen in der Crowd um. Versucht so ein bisschen die Stimmung in der Arena für sich mitzunehmen. Oh, kratzt jetzt den Rücken von Jay. Im Ring gibt es den Power Slam von Giovanni gegen Jimmy. Und da gibt es einen Finger von Leglock. Aber Jimmy löst das Ganze auf. Da Giovanni Vinci mit dem Stuhl am Start. Schlägt aber daneben. Superkick von Jay. Das könnte die Sache hier auf einmal dann doch ändern. Jimmy mit dem Stuhl und Giovanni geht in den Steel Ring Post. DDT jetzt von Jey Uso gegen Ludwig Kaiser. Power Slam gegen Giovanni Vinci. Aber da kommt Ludwig Kaiser wieder von hinten mit dem Mad Slam. Jey verzieht sich in den Ring. Und oh, Inverted Atomic Drop. Oder wobei, der war nicht inverted. Das war ein ganz normaler Atomic Drop. Irish Whip ins Seil. Der Elbow Strike geht daneben. Und der hier aber nicht von Jey Uso. Während Jimmy da draußen mit den MMA Strikes, mit den Knee Strikes arbeitet. Oh, da sollte Simone Drop kommen. Aber im Fireman's Carry kommen die Elbow Strikes von Giovanni Vinci. Der nimmt sich jetzt Jey Uso hoch für den Oklahoma Slam. Für den Power Slam. Und Jay rettet sich in die Corner. Und Giovanni nutzt die Zeit. Macht den Stuhl in die gegenüberliegende Corner. Overhand Chop, noch ein Chop hinterher. Fast schon wie Gunther macht er das da. Aber Jimmy Uso kommt in letzter Sekunde und kann die Gelegenheit nutzen und den Pin auflösen. Gibt jetzt den schönen Vertical Suplex. Nimmt noch den Baseball-Bat von Ludwig Kaiser weg. Ja, die Elbow-Strikes in den Rücken von Giovanni Vinci. Uso. Und da kommt der Pin, aber nur ein One-Cut. Oh Gott, das ist ein Flying Uso. Jey Uso kommt über die Top-Rope. Ja, die Usos versuchen hier die Kontrolle über das Match zu erlangen und machen es auch ganz gut. High Angle Spinebuster von Jimmy. Die Punches von Jay. Irish Whip jetzt in den Steel Chair gegen Giovanni Vinci. Das ist derselbe Steel Chair, den Giovanni Vinci vorhin selber in die Ecke gesetzt hat. Superkick gegen Giovanni. Geht ins Cover. Nicht mal One, weil Ludwig Kaiser da kommt und die Situation regelt. Für Imperium. Elbow Strike. Noch ein Elbow Strike, aber diesmal von Ludwig Kaiser. Clothesline. Storm. Konter. In den Superkick. Der geht aber daneben.
ausgewichen, Float over, Konter von Ludwig Kaiser, während Jimmy da am Ringrand, am Apron wartet und sein Tag Team Partner Jey Uso ein bisschen in der Unterzahl lässt. Hotshot, Giovanni Vinci legt sich jetzt mit Jey Uso an, Dropkick geht komplett ins Leere. Giovanni Vinci wehrt sich hier standhaft gegen beide Usos. Aber da kommt der Samoan Drop. Oh, das ist gefährlich. Da geht's in den Fireman's Carry. Oh, Uso Splash. Zeitgleiches Cover. One, two, three. Huh? Der Ref hat das Cover von den Usos gezählt. Okay, das ist ein bisschen kontrovers. Da wird es nochmal was drüber zu reden geben für Imperium. Da bin ich mir sicher. Boah, weiß ich nicht. Beide covern zur gleichen Zeit. Der Ref zählt ein Cover, nicht das andere. Das hätte ein Double Pinfall sein können. Am Ende tragen die Usos die SmackDown Tag Team Championships weiterhin um ihre Hüften. Aber, boah, kritisch. Leute, Main Event Time. Hell in a Cell. Shinsuke Nakamura will seinen Titel haben, die Universal Championship, und der King of Strong Style, der Expert at MMA, versucht heute den One and Only, den Tribal Chief, endlich zu dethronen, nachdem er die Bloodline bei SmackDown an die Grenzen geführt hat, will er dasselbe jetzt auch mit Roman Reigns packen. Nachdem der ja sich die Hilfe von Paul Heyman bei Backlash gesichert hat. Und ja, Paul Heyman eigentlich zu 80% für die Titelverteidigung von Roman Reigns beim letzten Pay-Per-View verantwortlich ist. Und das Ganze ist natürlich jetzt ausgeschlossen mit der Stipulation beim Pay-Per-View Hell in a Cell. Wir haben einfach nur das One-on-One von den beiden. Keine Outside-Interference. Und Shinsuke Nakamura hat hier die Möglichkeit zu beweisen, dass er es schafft, 1 gegen 1 mit Roman Reigns mitzuhalten. Aber da gibt es natürlich ein kleines Problemchen. Und ihr kennt das kleine Problemchen. Das heißt natürlich Tribal Chief Roman Reigns. Und der Doppelchampion, der Undisputed WWE Universal Champion, kommt hier allein raus, ohne seine Bloodline, ohne seinen Special Counsel Paul Heyman, macht sich auf den Weg zum Ring, um Shinsuke Nakamura ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Und dazu hat er beim letzten Pay-Per-View eine Sache benutzt. Und ihr wisst alle, was es ist. Es ist natürlich der Spear, der verheerende Spear von Roman Reigns, der schon so häufig dafür gesorgt hat, dass er seine WWE Undisputed Universal Championship verteidigt hat. Und das soll, wenn es nach ihm geht, natürlich auch heute Nacht im Main Event von Hell in a Cell wieder der Fall sein. Mike Rome übernimmt. Uneingeschüchtert wie und je. Der King of Strong Style. And his opponent from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds. He is the WWE Universal Champion. Roman Reigns! Ich kann's euch wirklich nicht sagen, wer dieses Match hier gewinnen wird. Es ist ja fast schon ein Münzwurf zwischen Shinsuke und Roman. Ich meine, sicherlich, Roman Reigns hat den dominantesten Titelrun in den letzten 30, 40 Jahren in der WWE. Aber es gibt keinen zweiten Shinsuke Nakamura. Und wenn Nakamura diesen Strong Style, den er hat, in dieses Match bringen kann, wenn er Waffen
mit diesem Match verbinden kann, dann hat er eine Chance, den Tribal Chief an die Grenzen zu bringen oder darüber hinaus. Aber Roman Reigns wird das natürlich nicht einfach akzeptieren und hinnehmen und greift direkt mit furioser Gewalt an. Haut Shinsuke gute alte Schläge ins Gesicht. Ganz einfach. Noch der Fuß hinterher. Und ja, Roman fängt direkt an, seine Trademark-Kontrolle auszuüben. Irish Whip jetzt in Seil gegen den King of Strong Style. Aber der kann ausweichen und landet den ersten Knee Strike. Da geht's schon mal los. Das muss Roman vielleicht ein bisschen Zweifel geben. Er bringt jetzt einen Candlestick in den Ring. Roman könnte sich den greifen, macht's aber einfach nicht. Weicht stattdessen der Aktion von Shinsuke aus. Liftet Shinsuke über den eigenen Körper drüber. Eine Art von Powerbomb oder One-Handed Powerbomb. Ist aber auch nur ein One-Count. Punch von Roman geht völlig daneben. Und Shinsuke, da sind die Knee-Strikes gegen den Oberkörper diesmal. Gute Strategie. Versucht dem Tribal Chief die Ausdauer zu rauben. Der greift aber an, steht auf und haut direkt mit dem nächsten Punch Shinsuke ins Gesicht. Geht in die Corner, nimmt Anlauf für den Kick, geht aber daneben. Shinsuke kann clever ausweichen, aber Roman nimmt einfach Anlauf und landet den Kick dann beim zweiten Anlauf. Geht ins Cover gegen Shinsuke, One Count. Oh, jetzt greift sich Roman den Candlestick. Untypisch für Reigns, dass er direkt zur Waffe greift. Aber Shinsuke leidet direkt darunter. Schlag mit dem Candlestick, geht daneben. Und Shinsuke kann das Ganze wieder für sich benutzen. Kommt vom Seil zurück in den Rebound und gibt direkt den Kick gegen die Chest von Roman. Er nimmt sich sein Candlestick und zeigt hier an, ja, ich weiß, was ich tue mit dem Ding. Und haut Shinsuke direkt ins Gesicht. Guckt euch den Candlestick an. Der ist schon fast nicht mehr existent. Oh Gott, der geht sogar kaputt an der Stirn, am Gesicht von Nakamura. One, two. Und Nakamura kickt trotzdem noch raus. Oh Gott, damit hat Roman Reigns nicht gerechnet. Fireman's Carry. Oh mein Gott. Direkt ins Cover geht's zu Shinsuke. Aber Roman kommt raus. Roman kennt den Move. Den hat er schon beim ersten Pay-Per-View-Match von den beiden schon das eine oder andere Mal gefressen. Zieht sich jetzt an der Hell in a Cell langsam hoch. Shinsuke kommt mit dem European Uppercut. Und Roman weicht zurück, gibt aber dann die rechte Hand. Es ist selten, dass wir sehen, dass Roman Reigns gegen irgendeinen Gegner zurückweicht. Also ich habe es zumindest noch nicht so häufig gesehen. Tritt jetzt auf den Fuß von Nakamura, der kann aber kontern mit dem Elbow Strike. Und greift sich jetzt Reigns und haut ihm einfach mal ins Gesicht. Das musst du einfach auch machen gegen Roman. Anders wird es hier nichts. Fällt jetzt in die Hell in a Cell. Nochmal geht's gegen die Hell in a Cell. Shinsuke scheint hier einfach extrem werden zu wollen. Superkick, Rear Superkick gegen den Hinterkopf von Reigns. Üble Aktion von Shinsuke Nakamura. Da geht's wieder gegen die Zelle. Und Reigns ist am Struggeln. Und Nakamura nimmt sich Reigns. Und oh mein Gott, German Suplex. German Suplex durch die Steel Cell. Oh mein Gott, und Shinsuke geht auf die Zelle rauf. Und ich glaube, Reigns ist nicht mal mehr bei Bewusstsein gerade. Shinsuke sollte lieber dafür gucken, dass er Reigns pinnen kann. Aber Reigns ist jetzt auch da. Und Reigns klettert hinterher. Alter, wir haben es heute schon mal gesehen mit dem 1916 am Anfang des Pay-Per-Views durch die Steel Cell. Und die ist mittlerweile repariert. Wir haben kein Loch drin. Aber wir haben den Reigns und den Nakamura hier oben drauf. Reigns geht wieder für den Kick. Es war ein Fehler. Der hat das schon zweimal gemacht. Einmal nicht gelandet, einmal gelandet und beim dritten Mal wieder nicht gelandet. Und Nakamura kann jetzt hier die komplette Kontrolle ausüben. Das hier ist die Welt von Shinsuke Nakamura. Da bin ich mir 100% sicher. Storm auf den Hinterkopf. Ist jetzt schon der zweite oder dritte Angriff gegen den Hinterkopf vom Tribal Chief. Das muss irgendwann dafür sorgen, dass die Cobwebs, die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Kinshasa! Ja, das ist halt das Problem. Shinsuke kann Roman hier nicht pinnen. Aber er arbeitet einfach weiter und das ist eine gute Sache. Die Spinnenweben im Kopf von Roman müssen da sein. Elbow Strike, Konter von Reigns in den Kick. Oh Gott, Uppercut, Konter von Nakamura. Chop, Elbow, Snapmare in den Knee Strike und Reigns ist cut.
Reigns hat einen Cut am rechten Auge. Roman Reigns is in deep, deep trouble, meine Damen und Herren. Konter, Elbow Strike, wartet auf Shinsuke, nimmt Anlauf. Oh mein Gott, der Superman Punch. Kann aber auch nicht kontern. Oh Gott, Reigns ist fast von der Serie runtergefallen. Alter, es sind zwei Krieger, die sich einfach nur absolut an die Grenzen bringen. Habt das gehört? Shinsuke ist einfach nur, come on. Bring it, Roman. Bring it. Zeig, warum du hier, der möchte gern Tribal Chief bist. Greif den Körper an und Elbow Strike gegen den Kopf. Wieder gegen den Cut und sagt jetzt auch noch ein paar Takte gegen Roman Reigns. Also Shinsuke ist hier komplett uneingeschüchtert. Und das ist genau das, was ich meine. Dieser Faktor Paul Heyman, der ist hier einfach nicht da. Und Roman Reigns wird einfach gerade komplett dominiert. Man muss es so sagen. Elbow Strikes. Roman hat es aber gesehen. Roman ist halt extremst clever. Fällt aber fast schon wieder von der Zelle runter. Oh mein Gott, Shinsuke auch! Shinsuke Nakamura hat die Balance verloren. Und Roman Reigns, guckt ihn euch an, der Mann ist stehend K.O., der kann nicht mehr. Aber Shinsuke Nakamura hat hier gerade eventuell das Match weggeworfen. Nicht irgendwie aus eigener Schuld oder so, sondern einfach nur, weil dieses Match einfach natürlich gegen Roman Reigns sehr, sehr viel Ausdauer und sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Bewusstsein und Ring-IQ fordert. Und den kannst du einfach nicht haben, so tief in einem Match, wie es ist. Und Roman sagt, I am the one. Und ich werde die Sache hier klar machen. Oh Gott, Nakamura fällt schon wieder fast runter. Dass der Mann überhaupt noch stehen kann, ist absolut gestört. Und Reigns schnappt sich jetzt Nakamura an der Seite. Headbutt gegen den King of Strong Style. Alter, dass Nakamura hier überhaupt noch am Stehen ist. Oh, Elbow Strikes gegen den Tribal Chief. Wehrt sich hier mit allem, was er hat. Noch ein Elbow Strike hinterher. Und Nakamura kommt jetzt wieder mit den Knee Strikes in die Magengegend, in die Brustgegend von Roman Reigns. Und es muss einfach die Atmung von Reigns beeinflussen. Da lasse ich mir nichts anderes erzählen. Wieder mit dem Knee Strike. Der erste von diesen Knee Strikes hat schon den Cut verursacht. Und Nakamura ist clever. Nakamura macht weiter mit diesen Aktionen. Und Reigns hat einfach nicht mehr viel zu geben. So wirkt es zumindest auf mich. Vielleicht unterschätze ich Roman Reigns auch gerade. Alter, Nakamura, was zur Hölle. Nakamura ist das zweite Mal von der Steel Cell runtergefallen. Und Reigns stolpert da oben nur rum und tut jetzt so, als ob er hier irgendwie irgendwas hier in dem Match geleistet hätte. Und tauntet schon wieder mit seiner hässlichen 1. Und Alter, Shinsuke steht schon wieder und der geht schon wieder auf die Cell rauf. Alter Verwalter, Shinsuke Nakamura ist lebensmüde. Shinsuke Nakamura ist lebensmüde. Und Reigns geht jetzt hier für eine... Reigns geht für eine Powerbomb. Oh Gott, please. Oh my God. Oh my God. Die Crowd sagt, this is awesome, aber... Ich weiß nicht, wie awesome das hier ist. Nakamura lebt noch. Wie steht Shinsuke Nakamura noch? Und Reigns zieht sich in den Ring zurück. Und Nakamura geht hinterher. Und ich weiß nicht, wie Shinsuke Nakamura das macht. Jetzt auch noch den Steel Chair. Aber was er nicht gesehen hat, dass Roman Reigns den Baseball-Bat hat. Und Roman Reigns geht jetzt zur Town gegen Shinsuke. Aber der kommt mit dem Elbow Strike. Kommt zurück, geht mit dem Irish Whip gegen Roman Reigns. Kinshasa kommt nicht durch. Uppercut von Reigns. Und er geht jetzt in die Corner und er wird die Nummer wahrscheinlich beenden. Geht für den Superman Punch. Kann aber genauso die Nummer beenden. Nimmt Anlauf. Superman Punch connected. Zähl bitte bis 3, Referee. Das kann nicht sein. Der arme Shinsuke Nakamura. Oh mein Gott. Alter, was? Both these guys chanten die Fans. Ich kann's verstehen. Und Reigns macht weiter. Alter, dass der Superman Punch nicht schon gereicht hat. Ich verstehe es nicht. Jetzt geht Reigns in die Corner und ich glaube, jetzt kommt der Spear. Und ich befürchte, das wird es gewesen sein. Für Nakamura. Spear connected. Aus den Boots gespeared. Two count. Shinsuke Nakamura kickt aus dem Spear aus. Und die Fans sagen, fight forever.
Und Reigns nimmt sich den Stuhl. Reigns gibt hier nicht auf. Reigns macht einfach weiter. Steel Chair to the Face. Scheint mir so, als ob Reigns eine kleine Taktik von Randy abgeguckt hat. Nächster Steel Chair Shot coming up. Und Reigns zeigt kein bisschen Gnade gegen Nakamura. Geht wieder in die Corner. Der Reigns sagt sich, wenn ein Spear nicht reicht, wie bei Backlash, dann kommt der zweite hinterher. Und da ist er auch. Spear Nummer 2 gegen Nakamura. 1, 2, 3. That's it. Roman Reigns verteidigt seine Universal Championship. Aber auch, ja, fast schon mit Ach und Krach. Ja, guckt euch den Kopf an von Roman. Den hält er sich auch. Also, das war die knappeste Titelverteidigung, die ich in der Historie von Roman Reigns in diesem legendären Titelrun gesehen habe. Wenn Nakamura nicht die Balance verloren hätte, wenn Nakamura nicht durch den Table gegangen wäre, danach, als es eigentlich schon vorbei war, dann hätten wir hier vielleicht einen anderen Universal Champion. So ist es wieder Roman Reigns geworden oder immer noch Roman Reigns geworden. Ich hoffe jedenfalls trotzdem, dass euch der Hell in a Cell Pay-Per-View von meinem kleinen W2K23 Universe Mode gefallen hat. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.